Ich starte jetzt einfach mal einen neuen Vlog. Ich bin das erste Mal, seitdem ich hier bin, geschminkt. Ein bisschen, wie ihr vielleicht erkennt. Und ich habe jetzt Feierabend. Es ist, ich glaube, gleich 16:30. Und die letzten Tage bin ich zum Sport immer gegangen. Es tut auch echt gut. Also ich habe das einmal nicht gemacht und da konnte ich auch überhaupt nicht einschlafen. Ich hatte, weiß ich nicht, ich war so unruhig irgendwie. Und ja, aber irgendwie heute wollte ich auch nicht zum Training, sondern wollte mal ein bisschen mehr von der Welt sehen. Also einfach mal ein bisschen rumkommen hier. Muss mich auch noch erstmal auskennen. Und genau, deswegen versuche ich zu so einem Shopping Center zu gehen. Das H&M. H&M finde ich eigentlich ganz cool. Und da ist auch so ein veganes Rohkostcafé. Irgendwie 42 Raw, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich es finde, werde ich es filmen. Vielleicht werde ich mir doch was kaufen. Ich finde diese rohen Brownies ja immer ganz geil. Also die sehen auf jeden Fall geil aus. Ich finde jetzt einfach mal so, es ist viel zu anstrengend, den Arm hochzuhalten. Aber ich habe die noch nie probiert, muss ich sagen. Ja, vielleicht mache ich das mal, je nachdem wie teuer das ist. Ich habe gehört, es soll sehr teuer sein. Ja, das mache ich dann jetzt mal. Mir fällt irgendwie noch mehr ein, was ich euch erzählen will. Und zwar war ich gestern wieder im Gym und das ist echt so eine Orientierungslosigkeit da und auch die Geräte sind halt komplett anders als im McFit. Und naja, aber so kommt man jedenfalls immer in das Gespräch. Ich frage die dann einfach immer auf Englisch, ob die mir helfen können oder erklären können, wie das geht. Und ja, so habe ich schon mit dem einen oder anderen netten Typen geredet. Das ist echt die größte Single-Börse, ne? Ich sag's euch, Mädels. Wenn ihr Single seid, meldet euch in einem Fitnessstudio an. Und ich bin jetzt gleich am Bahnhof angekommen. Okay, funny story. Also, nur um euch mal kurz abzudaten. Ich bin mit dem S-Tow, also mit der S-Bahn-Station, jetzt nach Hillerup gefahren. Und jetzt versuche ich mal wieder irgendwie dieses Einkaufszentrum zu finden, weil ich immer noch kein Internet habe. Das ist immer ein bisschen amüsant, so einfach durch die Gegend zu laufen und gar nicht zu wissen, wo man ist. Naja, auf jeden Fall, ich war im Zug. Dann war da so ein Typ. Ganz normaler Typ, halt, da waren andere Menschen. Dann stehe ich so an der Ampel und kommt da so zu mir und sagt irgendwas auf Dänisch. Und ich dachte, er will den Weg irgendwie wissen. Und dann meinte ich so, ja, ich kann mal Frau Tüskland. Und dann er so, okay, du speak English. Ich so, yes. Would you like to play a game for a little kiss? Really short game. Nein, kein Interesse. Alter, was soll das denn sein? Ich dachte irgendwie, dass sie mich dann abziehen wollen oder so. Alter, schnell weggegangen. Das war mal wieder typisch ich. Ich bin jetzt so ein bisschen rumgegangen. Dachte so, komm, frage ich einfach mal so eine Frau. Und dann habe ich sie so auf Dänisch angesprochen, weil ein bisschen Dänisch kann ich ja. Alter, aber ich muss wirklich sagen, ne, die Leute sind nicht so freundlich hier. Also die Dänen irgendwie. Aber ich habe sie so angesprochen, so. Boah, na, komm her. Und sie ging einfach weiter, so die ersten zwei Schritte. Ich dachte so, hallo, ich will dir nichts verkaufen. Weißt du, ich sehe so ganz normal aus, aber okay. Aber dann hat sie sogar ein bisschen verstanden, was ich gesagt habe mit meinem schlechten Dänisch. Und dann, naja, hat sie mir jetzt gezeigt, wo das Shoppingzentrum ist. Und ich habe sie einfach da gefragt. Und da steht ein Schild mit einem Pfeil Shopping Center. Das war ein bisschen peinlich. Und auf jeden Fall habe ich es jetzt gefunden und ich freue mich voll. Shopping habe ich jetzt beendet. Ich habe mir bei H&M eine Leggings gekauft, weil ich Leggings einfach über alles liebe und ich habe nur zwei mitgenommen und die eine ist mir zu eng, deswegen habe ich eigentlich nur eine. Und
dann habe ich mir diese drei Desserts gekauft, die ich euch noch zeigen werde. Und ich wollte euch nur immer sagen, dass ich so glücklich bin. So, leider ist meine Kamera eben ausgegangen, als ich so von meinem Glück geschwärmt habe. Und ja, was ich noch erzählt habe, war, dass ich so einen Sonnenuntergang gesehen habe. Ich habe auch nochmal so das Ende vom Sonnenuntergang euch gefilmt. Das kann ich euch ja jetzt einmal einblenden oder habe ich euch schon eingeblendet. Und ja, weiß ich nicht. Ich war einfach so glücklich und also bin ich auch immer noch. Ich meine, Glück hält halt nicht die ganze Zeit an. Also es hält nicht 24/7 an, weil dann wäre es auch irgendwann kein Glück mehr. Dann würde es zur Gewohnheit werden, zur Routine und ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall gibt es auch eine Person, die sehr viel dazu beiträgt, dass ich glücklicher bin. Und das ist eine Person, die ich gar nicht wirklich kenne. Sie nennt sich Laura Marlina Seiler. Vielleicht kennen ja ein paar Leute von euch die Person. Sie ist ein Mindful Empowerment Coach und macht Podcasts und ich kenne sie durch Robert Laditz. Ja, auf jeden Fall macht sie unglaublich tolle Podcasts. Ich kann die auch gerne hier schon mal verlinken. Aber ich habe vor, vielleicht mache ich das auch heute noch, ein Video zu drehen mit irgendwie so 10 Learnings von Laura Marlina Seiler. Und ja, das sind einfach so ein paar Stichworte, Wörter einfach, die ich mir aufgeschrieben habe von ihrem Podcast. Und mein Gastfamilienkind kommt gerade runter. Okay, er wird jede Sekunde reinkommen. Bruce? Ja? Okay. Okay. Er wollte mir nur Bescheid sagen, wann das Essen fertig ist. Ja, jetzt ist er. So. Ich bin nämlich im Keller. Hört sich ein bisschen gruselig an, aber ich habe vor mir auch ein Fenster. Also, ganz gut, dass ich ein Fenster habe. So. Ja, auf jeden Fall gibt sie halt unglaublich gute Tipps und ich habe mir einfach so ein paar Sachen rausgeschrieben und meine eigenen Gedanken würde ich gerne in dem Video aussprechen mit diesen Learnings, die ich von ihr bekommen habe oder ja. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ja, ich glaube, dass ich dieses Video auf jeden Fall machen werde und ich werde dann auch alles verlinken, ihre ganze Person. Ich möchte eher nicht irgendwie ihre Tipps wegnehmen, es sind ja auch meine Gedanken, meine Ansichtsweise dazu. Ich glaube, das wird ein schönes Video und ich werde euch gleich noch mein Abendessen filmen. Und dann ist der Vlog auch schon beendet. Ich hoffe, ich habe genug Material zusammenbekommen. Mein Gastkind, okay. Er darf nicht zu sehen sein, glaube ich. Die Eltern sollen es nicht wissen. Und ja, ich melde mich eventuell dann nochmal. Und ich drehe den Taste-Test noch, genau. Den Taste-Test, den drehe ich noch und ciao. So, hier sind jetzt die drei Desserts, die ich probieren werde. Ich glaube, alle werde ich nicht aufessen. Also ich meine, ich würde es schaffen. Ich habe zwar gerade Abendbrot gegessen, aber naja, ich werde es auf jeden Fall probieren. Das soll ein Peanut Butter Cup Schokoladending sein. Das ist ein Bananen-Schokomuffin. Das ist einfach so ein Cookie. Und alles soll rohköstlich sein, obwohl mir das hier echt nicht nach Rohkost aussieht. Aber naja, ich meine, der Laden nennt sich 24 Raw. Ich werde es jetzt auf jeden Fall mal probieren. Okay, kommen wir nun zum Taste-Test. Das sieht wieder so scheiße aus. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, meine Haare sind halt echt nicht on fleek. Oh, womit soll ich beginnen? Ich glaube, ich werde jetzt diesen Muffin probieren. Auch wenn es scheiße schmeckt, es wird mir meinen Tag nicht versauen. Also schmeckt gut. Und es schmeckt die Banane. Aber ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass das roh sein soll. Es schmeckt echt geil. Auch hammersüß. Aber schon mal eine 1. Aber nur eins von Schulnoten, ne? Ja, okay. Ich werde jetzt das Ding hier probieren. Eins plus. Okay,
Der Cookie hier wird am schlechtesten abschneiden. Deswegen probiere ich ihn auch als letztes. Ihr seht meine Augen gar nicht, ne? Das ist natürlich auch super. Okay, ich probiere ihn trotzdem, oder? Schmeckt auch richtig gut. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde das heute alles noch aufessen. Cheater, würde ich sagen. Egal, ich habe gestern Beine trainiert. Ja. Geil. Okay, ich glaube, das war's auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ich werde ja... Ich weiß nicht, ob ich es heute noch drehe. Vielleicht, wenn ich so im Zuckerfleisch bin. Und diese 10 Learnings von Laura Melina Seiler. Dann drehe ich natürlich weiter noch Food Diaries. Und dann wollte ich auch noch so ein Facts About Me Video drehen, aber so in cooler Art. Nicht, dass ich so sitze und irgendwas erzähle, sondern in cooler Art. Das werdet ihr dann sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Macht es gut und bis dann.